Katze. Frisst die immer noch an dem Ding? Immer wieder mal, ja. Was ist denn das für eine Pflanze? Wie heißt Katzengras. Hey, wie heißt Katzen? Ja. Alter. Was heißt Katzengras? Gibt's bei euch bei Hellwig? Ja. Ding, es gibt keine Tiernahrung bei euch. Das ist eine Pflanze. Keine Tiernahrung. Ja, aber deine Katze frisst doch, also ist Tiernahrung. Wenn meine Katze Klopapier frisst, eine Rolle, ist es dann auch Tiernahrung? Und ja, das hat die schon gemacht, die hat eine komplette Klopapierrolle zerfetzt. Ja. Eine komplette, das ist ja gar nicht. Ja. Was denkst du, was Flo mal gemacht hat als Welpe? Er hat ein komplettes Lager von Klopapier zerfetzt. Auf dem Gästeklo damals noch. Hat man noch ein Gästeklo und da haben wir den nochmal eingesperrt, wenn wir wechseln. War eigentlich total gemein. Ja. Also und Daisy durfte immer mal drüber bleiben. Da hat er dann. Nee, der war halt noch Welpe, da hat viel Mist gemacht manchmal. Daisy auch. Da hat er irgendwas angeknabbert, aber naja, gut, dann hat er halt da drin ein Klopapier gefunden, ne? Mhm. Hat er alles zerfetzt. Sah ganz toll aus dann. Daisy hat als Welpe mal ein Telefonkabel durchgebissen. Oh. Und vom PC. Das ist natürlich auch böse. Ja. Kein Internet und nicht. Ja. Ne? Schön Modem-Verbindung hier noch. Damals hatten wir auch noch Modem. Was ist denn hier jetzt los? Naja. Oh, ich hab einen Türken vor mir. Ja. Ali! Könnt euch gegenseitig. Ali nix schuld? Ali nix schuld? Nein, Ali ist nix schuld. Pass auf, Ali rammt uns jetzt weg und dann sagt er wirklich hier. Ja, Ali ist gut. Am besten aber noch Voice Chat. Ali hat keine Ladung. Naja, der ist ja schneller als ich. Tschüss, Ali. Ja, Ali, hupt doch nochmal. Ja. Hey. Wir müssen jetzt eh auch hier runter. Ja. Ali nicht so. Böse Kurve. Kurve? Böse Kurve. Ja, so ein bisschen, oder? Ich hab schon gesagt, ne, am Ende der Ausbildung kann ich fließend Polnisch. Ach Quatsch. Weil ich ständig mithöre, wie meine Patin Polnisch mit irgendwelchen Verwandten oder Kunden quatscht. Hm. Mit Kunden? Ja, wenn polnische Kunden da sind, gehen sie zu ihr. Geht die in Deutsch oder was? Nö. Nee, aber wenn Kunden nur Englisch sprechen, ah, werden die zu mir geschickt, weil ich der Einzige bei Helwig bin, der Englisch kann. Englisch? Englisch. Englisch? Englisch. Denglisch. Hab ich Englisch gesagt? Das klang so Englisch oder so. Naja. Ich kann Englisch. Auf jeden Fall bin ich der Einzige, der es kann. Ja. Ja, die anderen können es alle nicht. Dein, alle bräsig. Dein Denglisch. Ja, besser als gar kein Englisch, ne? Ja. Du Jude. Boah! Hm. Ey, das ist aber böse. Muss ich cutten, ne? Ja. Das muss ich piepsen. Was hattest du mal letztens mal rückwärts abgespielt? Ja, wo du Henning beleidigt hast, ja. Hast du doch auch irgendwas Böses gesagt. Irgendwas Böses, ja. Ich glaube auch gerade das und mit was anderem noch dran. Ja. Ja, soll ich den rückwärts abspielen lassen? Das klang sehr, ja. Interessant. Müsste auch die letzte Folge gewesen sein. Also, ich glaube, ja. Von, ne, vor ein paar Monaten halt die. Ja. Was haben wir darüber gespielt gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Also, naja, letzte GTA. Folge jetzt nicht. Wir hatten ja jetzt vor der Aufnahme jetzt hier auch... Rocket League. Nee, ich meine jetzt hier, wo wir nach Verona gefahren sind. Ach so. Das sind ja jetzt auch ein paar Folgen. Ja. Also war es ja so gesehen nicht die letzte Folge, wo ich das rückwärts abspielen ließ mit deinem da. Das war, ja, wie gesagt. Die letzte Aufnahme. Hatte vorletztes Jahr so gesehen. Mit Henning. Ja, mit allen. Ja. Und stimmt, alle. Da war André auch noch dabei. Ja. Ja, aber sowas fehlt eigentlich. Wenn wir jetzt das Viert irgendwie zockt. Chris meldet sich ja auch nicht. Naja. Na gut, der ist ja im Umzugsstress. Ja, aber mittlerweile wahrscheinlich auch nicht mehr.
Ja, doch, hat er ja gesagt. Das ist. Da muss ich ja Kündigungsfrist einhalten, wenn so ein Scheiß. Ja. Nee. Man zieht sich doch schon noch ein bisschen. Das ist ja Landstraße, keine Zeit, oder was? Was ist denn das? Führst du uns hier vorne weg? Mein Navi ist schuld. Straße. Mein Map nix schuld. Mach mal anders lang hier. Mein Map nix schuld. Mach mal hier Autobahn. Mein Map nix schuld. Also führt uns das Navi schon so behindert. Ja. Guck mal, rechts nehmen wir uns das ohne Autobahn. Da hätten wir doch lang fahren können. Mann. Bild doch mal dein Leben. Ich freue mich dann auf die ganzen Strecken bei American Truck. Oh ja. Hoffentlich gibt es da so richtig geile ländliche Strecken. Ja. Gut, da wird es dann sowieso, denke ich mal, sehr viel Landstraße geben. Aber auch Fat Highway bestimmt. Ja. Oh, geil, Highway fahren. Das sind richtig fette Highway-Abfahrten und so. Oh ja. Die, bei denen ist ja richtig extrem da teilweise. Mhm. Hoffentlich bauen die da auch so echt so, ne? Boah. Wie hier in Skandinavien gibt es auch teilweise. Ja. Solche fetten Brücken und alles. Aus- und Abfahrt und so eine Scheiße. Schneller! Warte! Schneller, warte! Fahren entgegen der Fahrtrichtung. Ach ja. Oh. 100 Euro. Pff. Kaffeegasse. In der Zeit, wo ich das zahle, verdiene ich schon das 20-fache. Ah, guck mal, eine Danke. Nö, ich muss nicht kaufen. Hälfte habe ich jetzt noch. Na ja. Bisschen weniger, oder? Ja. Ja. Oh, guck mal. Oh, der hupt. Ach doch, jetzt hat er gehupt. Er hat gehupt, ja. Ich komme gerade über 90, ne? Was? Jo, 91. Bin 96, 97. Alter! Hä? Warum? Weil es hier ein bisschen bergab geht, oder was? Wirklich. Aber ich überhole die. Tja, die Kurve war fies. Ja. Das ist eine Ruhe. So eine Kurve. 7 Stunden, Mensch, dauert ja doch ewig. Mhm. Kommst du gar nicht ins Bett? Nee. Da haben wir auch erst 10:30. Hallo? Ah ja. 11 schaffen wir's. Ach, guck mal, hier im Spiel haben wir es auch gleich 10:30. Mhm. Krass. Aber 10:30 früh. Ja. Ja, gut. Ja, gut. Na gut. Naja, ah, habe ich mir gestern Abend diesen Ich bin ein Schwachsinn-Blödsinn angeguckt. Ich bin ein Star, ob ich hier raus. Na, hm. Meine Mutti guckt das. Na? Nein, auch? Ja, ja. Hm. Naja, ich guck das nicht. Ah ja, ich guck mir dieses Mal an wegen Menderes. Oh Gott. Da ey, guckst du echt freiwillig RTL? Ja. Boah. Vom Nest aus. Boah. Er hat erstmal am Anfang direkt einen Liter Kuhpisse gesoffen. Was? Hm. Boah, das ist denen hier ihre Aufgabe oder was gewesen? Ja. Kuhpisse saufen. Ein Glas Kuhurin. Alter. Oder Gehirn von einem Kamel. Ja gut, ne, sowas fressen, aber ist ja bei manchen Ländern Delikatesse, aber Kuhpisse, ja, Kuhpisse ist schon, ja auch. Ist schon mal was? Ja. Verarschen oder was? Das Länder, wo das gesoffen wird. Am besten noch Scheiße oder was fressen. Hallo, das sind Ausscheidungen. Ja. Kuhpisse saufen, ist das irgendwie ja. Fetisch oder was? Wahrscheinlich. Oder einer musste irgend so ein Schweinesperma saufen. So ein Pinnchen. Aber das eine beide ist richtig geil. So Penis essen oder Hoden fressen, okay, ne? Das ja. Ist in manchen. Ja. Aber jetzt sowas, so Ausscheidungen. Ja. Nee. Pisse. Aber da ist eine geile Alte mit bei. Sperma, ey, boah. Schon nicht, was ich da eher saufen würde, wahrscheinlich besser. Ja. Rindersperma, du Viehflein noch schwängern. Hä? Schluckst es runter.
geht irgendwas kaputt und du wirst schwanger und kriegst auf einmal so ein Rindvieh. Ja, ich glaube, du gehst vorher drauf. Ja, ich glaube auch. Ist ein bisschen auch größer als ein Menschenkind. Ja, ja, geht schön, ja, Kaiserschnitt. Okay. Denkst du, kriegst Fünflinge, dabei kriegst du ein Rind? Eine Kuh. Was ist ein Junge oder ein Mädchen? Ein Teil meiner Antwort könnte sich verunsichern. Was im Fick bin ich denn? Alter, hart, sind das für Fotzenkuchen? Ne? Hä? Rothaarig und harthaarig. Oh, hier ist 60 nur. Naja, wir brauchen ja mit 90 durch. Warum fährst du denn links die ganze Zeit? Sind nicht in England. Ja, ich weiß. Ich fahre jetzt übrigens 70, ne? Okay. Dann muss ich mal ein bisschen. Ja. Deswegen sag ich es nicht so, Alter, ich war 70. Hallo. Hallo. Fährst du quer, siehst du mehr. Ja, das ist so gut. Ich glaube, das ist so Andres Motto, wo er das Tattoo angeschrieben hat. Na. No. Ah, ne, immer noch 60. Boah, kann ich langsam in der scheiß Autobahn kommen? Autobahn kommt eine Weile jetzt nicht. Nee. Oh, guck mal, wir sind gleich Erfurt. Ne, wir sind Erfurt schon vorbei. Oh. Ja. Guck mal, da rechts ist Leipzig. Oi. Yay! Komm, wir holen dich ab. Wollen wir von da hin. Okay. Ah, mein Fuß ist eingeschlafen. Scheiße. Deine Mutter wohnt in Leipzig, ne? Nee, Allenburg. Allenburg. Ja. Und du auch, ne? Ich wohne in Delitzsch. Nee, Leipzig. Allenburg ist so, nee, Leipzig. Mhm. Ne? Logisch, ne? Allenburg ist 20 Kilometer weg von Delitzsch. Oder so, oder gar weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Hab ich auch mal gewohnt. Mhm. Allenburg. Mit deinen Eltern noch, mit deiner Mutter und ihrem Freund zusammen noch. Ne? Ja, ja, genau. Na, ich guck mir nächste Woche zwei Wohnungen an. Eine in der Nähe von der Arbeit. Ah, okay. Wolltest also, du nicht andere an der erst doof wegen erst Arbeit machen? Ja, genau. Erstmal, wenn ich einen Führerschein habe, werde ich dann machen. Hm. Dann ist ja egal, wo ich wohne. Ja, und sonst halt einen in der Nähe von der Schule, habe ich eine Wohnung gesehen. Geht ja auch praktisch. Okay. Ein Zweiraum oder was? Mhm. Du hast jetzt ohne Zweiraum, ne? Mhm. Ah. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Diele, Bad. Okay. Aber keine Dachwohnung mehr, nie wieder. Nee. Nicht wegen der Wärme oder so, nee, das ist einfach nur Kacke wegen Möbel. Okay. Ich kann keine Küchenschränke aufhängen. Oder keine Hochschränke hinstellen. Weil ich so krasse Schrägen habe. Ja, das ist natürlich. Hast du Bock, keine gerade Wand in der Küche oder was? Nein. Ich bin nur dir. Doch, eine einzige. Aber da ist, achso, deswegen. Da ist der. Ist die Tür drin. Und da kannst du halt auch keine Hochschränke hinstellen, okay. Ne? Super. Wobei nicht. Er hat gehuckt. Ja? Ja. Das war ich hinter dir. Ach so. Ja. Ja, auf dem Radar habe ich es mir nicht angezeigt, weil du so eine Arme bist. Das siehst du auch bei dem Symbol dann. Ist ja gut. Ne, das war ich. War schon krass, wie nah du an mir dran bist. Ich sehe da nicht mal deinen Punkt. Hi, ja, ich bin hier. Siehst du mich im Rückspiegel? Ja. Wie viele Meter bist du entfernt? Bestimmt wieder 25, 27. Ja, ja. Ja, ja, ja. Alles gut. Ja, fahr halt links. Alles ich mach mit. Ja, fahr mal links, ja, ja. Kommt der LKW gerne. Überhol ich dich mal, ne?
Nein! Warte! Nein! Ey, was machst du? Ich war vorne! Okay. Meine Strecke! Meine Strecke! Ist dein LKW schwarz-gelb oder was? Ja. Geil, Dortmund oder was, ja? Ja, ja. Das war echt mal wieder geil, wenn wir zu viert wieder spielen würden und alle vier gleich einen Auftrag, das wäre schon irgendwie cool. Zu viert Rocket League, ey. Ja, das sowieso. Boah, das wäre geil. Zu fünft ist ja leider nicht da, ne? Nee. Ist ja nur vier Schwester. Oder? Ja, ich glaube ja. Das wäre ja auch krass, das ist ja schön. Oh ja, 5 gegen 5, boah. Hm. Ich meine, 8 Autos ist schon viel auf der Karte. Ja. 8 in jedem Team? Boah. Alter, können wir mal wieder 90 fahren, ey? Meine Fresse. Ja gut, das mit den 4 macht ja auch Sinn, ne? Es gibt ja... Obwohl, ne, müsste eigentlich sogar 5 gehen. Warum? Man steht eh mal ganz hinten im Tor, dann gibt's noch die auch in der Mitte stehen. Ja, das sind ja auch 2 Plätze. Stürmer. Und die beiden Außen. Das sind doch 5 Positionen. Ja. Also müsste. Hä? Können wir eigentlich mal nachgucken. Aber ich meine, es stand bloß 4 da. 4 gegen 4. Hm. Ja gut, wir werden es eh nie zu 5 zocken wahrscheinlich. Nee. Weil Chris sich das eh nicht holen wird. Ja. Der wird sich, wenn überhaupt, eine Tabletop-Simulator holen. Wenn überhaupt. Ja, das schon eher wahrscheinlich, aber wahrscheinlich nicht mal das. Ne.